Zurück zur Heimatstadt. Let's go to the Beast Temple and get the item. Okay. Wir waren doch hier schon überall, oder nicht? Okay. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Also unten. Hab ich irgendwas übersehen? Mal kurz nochmal nachschauen. Natürlich auch nichts falsch machen, ne? Aber das irritiert mich gerade schon ein bisschen, weil wir sollen jetzt da durch die Türen gehen. Können wir aber nicht. Oder sind das diese Chim-Chims? Was seid ihr? Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Mach die Tür auf, ja. Nicht genug Chim-Chim. Heißt das, ich muss sie jetzt hier suchen und dann... Mir wird gerade im Chat geholfen. Neben den Teilen ist ein Knopf. Ach so, da. Das Ding hier, ne? Ach, hallo. Ach, das sind wirklich Chim-Chims. Das Chim-Chim ist ein mysteriöses Lebewesen, das in the world zu Hause ist. Nähere dich ihm und tritt es, um Energie in Form von Chim-Kugeln zu erhalten. Chim-Kugeln werden zum Betrieb verschiedener Dampfmaschinen benötigt. Du solltest also immer mindestens 30 auf Lager haben. Zu viele können aber Schwierigkeiten machen. Okay. Okay. Mit den Chim-Chims hier agieren. Hallo. So, 6 Stück. den. So, 9 Stück. Da ist irgendwas dabei gewesen. Okay, ich denke mal, das reicht erstmal. Machen wir mal die Tür auf. Jo. Und dann ist da direkt noch eine Tür, okay. Ja, jetzt habe ich ihn letztes Mal angegriffen. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Besiege dich. Oh, du bist wirklich besiegt. Sehr gut. Aber hier war nichts weiter cool. Und dann kommen wir uns noch mal ein paar Chim-Chims hier. Bam. Ich krieg dich. Das ist so stumpf, ne? Die Viecher zu treten. Nein! Verdammt. So. Dann mal hier durch. Hallo. Let's do our best. So, sehen Sie irgendwas singt im Hintergrund. Das haben wir jetzt auch geschafft. Stufe 5 sind jetzt beide. Und wir selber sind in Stufe 3. Das kann ja noch was werden. Also ich nehme mir noch mal ein paar Chim-Chims mit. Hui. Die gleich durch die beiden weggetreten werden. Was? Here it goes? Jetzt kommt's. Cool übersetzt. Hätte man da nicht nehmen können.
los geht's oder so. Rengeki! Oh, wir haben es geschafft. Ein schöner Rengeki-Bonus. Hier geht es auch noch lang. Aber hier ist nichts mehr, okay. Na gut, dann. Mal hier durch. Oh, sind ganz viele Truhen, okay. Ja, zwei Stück und alle davon wackelt. Gegenstandskisten. In der Gegenstandskiste sind verschiedene Gegenstände versteckt. Es gibt drei Arten von Gegenstandskisten. Objekte, Schatztruhen und Fallenkisten. Ziele auf die Gegenstandskiste und drücke X, um sie zu durchsuchen. Das ist eine Gegenstandskiste. Sie sieht je nach Gebiet anders aus und beinhaltet hauptsächlich Gegenstände. Schatztruhen beinhalten hauptsächlich Accessoires. Fallenkisten sehen aus wie Schatztruhen, die klappern. Wenn du die Falle innerhalb des Zeitlimits entschärfst, erhältst du die Waffe, Rüstung oder den Gegenstand da drin. Okay. Haben wir eine Halskette bekommen? Mal gucken, ob ich das überhaupt kann, die entschärfen. Hier ist ein Heilgetränk drin, so rum. So, drücke die Taste, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Okay. Das war jetzt nicht so schwer, ne? Und Kruger bekommen. Na gut, das geht wenigstens noch mit dem Entschärfen. Komm, ich will ein paar Chimps wieder haben. Okay, weiter geht's. Oh, hier wieder Schwerter. Hier geht's. Überraschungsangriff blicke ich jetzt noch nicht ganz durch. Mal funktioniert er, mal funktioniert er nicht. Ich schätze auch, dass wir gewonnen haben, sonst würde das, glaube ich, anders aussehen. Aber nochmal Schwerter. Hier Kampf beginnen. Aber man kann. Jetzt über was. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Wenn das Fragezeichen da abgebildet ist, heißt das, die haben uns bemerkt und es ist kein Überraschungsangriff mehr. Aber wenn, nein, ich will doch. Ja, das war zu spät. Das bedeutet also, wir müssen mal gucken, dass wir uns nicht bemerken, dass es auch wirklich ein Überraschungsangriff bleibt. Yeah, we did it! Nice. Dann didden wir mal weiter hier. Hey, do you guys know anything about Tri-Edge? Tri-Edge? No, what's that? Some kind of event monster. Ja, kommt immer zu Halloween. It's the screen name of a PK. Never heard of him. Me neither. Das mit den Smileys ist voll cool. Dass sie das hier auch übernommen haben. Ja, ist halt ein Online-Spiel, ne? Muss ja so sein. Hier geben wir alle unser Bestes. Das tun wir doch. Also ich sowieso. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht hier. Oh, wir brauchen mal wieder Chimps gleich, ne? Oha, die Musik wird komischer. This is a statue of Folset, the god of law in the world's backstory, but we just call it the Beast statue. And there is the treasure offering. See? Go on and open it, Haseo. Das kommt mir bekannt vor. Werdet ihr mich gleich töten, ja? Na, ich glaube nicht, dass die beiden das machen. Die wirken irgendwie netter. Fahren, Fluch, okay.
Oh. Hey, little Haseo. Been a while, huh? They're from Kestrel. Huh? What? Hey, who are these guys? Famous player killers. What the? Not now. Okay. Well, well. Looks like you haven't been keeping up since the last time we met. It took me a little while to recognize that you were really the terror of death. What? He's real? You're really, really the terror of death? How amazing. I mean, what a coincidence running into you here. I tell you, it has to be destiny. What the hell are you talking about? Yeah, right, moron. Give me a break. Someone sent me an anonymous email. So I decided to come and have some fun. Now, what should we play? Well, for starters, how about I love you? To death! I don't really know what's going on. But please, no violence! Gaspard! He got in my way. Oh, hell. What is this? Just what the hell is going on here? What's happening? Haseo! Run! Are you scared? Man, I just love that expression, you know what I mean? God, there is nothing like PK. What the? Something is starting to... It's growing. Hold it. You guys look like you're having fun. Who the hell are you? You want to be killed too? Are you sure you want to do that? The guild that you PKers hate the most might be heading this way as we speak. Moontree? I can't believe it. You tipped them off, you bitch! Maybe I did. Hey! What are we gonna do? Fighting them now is only gonna bring more problems. You! I won't forget this! What a silly girl. Don't you realize that I just saved you? Yeah. Okay. Thanks a lot for saving us. You're Haseo. I don't recall telling anyone like you my name. You're an unruly child, just like I heard you were. What are you, a groupie? Nice try, but I'm not interested in brats. Well, I'm glad. Because I don't have any interest in old hags. Okay. What? Old hag? Only an old person like you would use such an outdated phrase like unruly child. Damn brat. I'll have you know that I'm... You're? I'll come back another time. As you wish. Let me just give you one warning. Haseo, your character hides something. There is a dangerous power inside you. Dangerous power? Have you ever had the feeling... like there was something strange growing inside your character. As if it is trying to get out. Well, anyway. I'll see you again. Phew! Oh man, that was pretty scary. Okay.
Wow. Okay, so I didn't really get all of that, but basically, your character has some really messed up data, right? What? Really? Well then you should go and tell CC Corporation all about it, and have them recreate your character for you. It's not normal to go from level 133 to level 1 so suddenly. Yeah, I know. You're right. It's definitely not normal, but... I guess you could say my enemy's not normal either. Enemy? If that dangerous power, or whatever she was talking about, can help, then... Then I've got no choice but to keep using this character. That sounds pretty serious to me. Oh well, anyway, good luck! You know what? Come to think of it, didn't that lady say that she had already called the Moon Tree Guild? That was just a bluff. She lied? No, not a lie exactly. That old hag just never said she had actually called them. A bluff, huh? She's quite the strategist. What's wrong? What are we doing wasting our time? I mean, what if those player killers come back here? Yeah, good point. Let's hurry back to town. Oha, gibt's sogar Ränge hier, okay. Yeah, bis auf besiegte gegnerische Gruppen und Überraschungsangriffe. Habe ich den Rest richtig gemacht. Verdammt. Hätte ich das vorher gewusst. Egal. Und wir sind wieder zurück. Hallo. Hey. Why don't you have Moontree protect you? Yeah, that's right. You've got those really strong looking PKers after you. Moontree is a guild that supports the abolishment of PKs. And part of their mandate includes helping PK victims out. Moontree, huh? Oh, them. You want me to beg those hard-headed dorks to protect me? Forget about it. I'd rather be PK'd than be protected by all those lecturing loudmouths. Seriously, who makes a charity group in a game? Was ist schon wieder? Haseo. What's wrong? How long have you been standing there? What? You got a problem? Look, Haseo. You don't understand anything about Moontree, okay? We're just trying to make the world a more enjoyable place. We just want to reach an understanding with everyone. I mean, doesn't everyone feel like being nice to someone sometimes? We want to protect those feelings. We want to be able to protect those feelings. But everyone likes to make fun of us, saying we're just some charity group or some cult. We just want to improve, together with everyone else. We are not here to lecture anyone. Do you get it? Do you understand? Do you, Haseo? Komische Art, eine Freundesanfrage zu senden. I'm going to do everything within my power to explain Moontree to you. I want you to better understand who we really are. Oh, wie nett. Wait, tschüss. I get a say in this? Hey. Yes? So, how did you even recognize me anyway? I mean, I don't look anything like I used to before. Naja. Well, I guess it's because you're still you. Huh? It's true that I didn't recognize you at first, but soon after that, I realized it was you. Oh, Sakaki's calling me, so I have to get going now. But I'll tell you a lot more about Moontree next time.
Was she a member of Moontree? That's great! If you're friends with a Moontree member, the PKers are bound to leave you alone. Man. Even though she's got the same face and everything, she's definitely not Shino. What's wrong? Oh, nothing. Well, that was all really interesting. Okay, we're gonna head for another area. How about you, Haseo? No, I... Okay, got it. Well, if you need anything, just call us. We'll help you out. See ya. Yeah, later. Tschüss. God, I'm so beat. What was that about? And what about that woman? And the dangerous power she talked about? I'll log out and check my email or something. Ja. Wähle im Hauptmenü ausloggen, während du in der Stadt bist, um The World zu verlassen und zum Desktop zurückzukehren. Nur in der Stadt möglich. Um dich wieder einzuloggen, gehe auf den Desktop auf The World. Du hast Post. Okay. Hier kann ich mich ausloggen. Machen wir das mal. Beenden wir mal das Spiel und gucken mal, was wir in den E-Mails so drin haben, ne? Oha. Du hast neue E-Mails. Syllabus Quest. Hasea, möchtest du eine Quest mit uns annehmen? Das weißt du vielleicht schon, aber Quests sind eine Art Nebenjob für Spieler. Im Prinzip gibt es Leute in The World, die Probleme haben und wir helfen ihnen. Wenn du Quests abschließt, die am Quest-Shop ausgeschrieben stehen, erhältst du eine entsprechende Belohnung. Du kannst also nicht nur hochleveln, sondern auch ein wenig Geld verdienen. Oder gleichzeitig Geld verdienen. Wenn du Interesse hast, es gibt einen Quest-Shop in der Nähe des Teleportationspunkts im Zentralbezirk von Mac-Anu. Im Moment steht hier wahrscheinlich die Quest Die Krone zur Verfügung. Wenn du Lust hast, lad Gaspard und mich ein und wir helfen dir gern. Okay. Danke, dass du mit Abenteuer unternommen hast. Ich hätte nie gedacht, dass du der echte Schrecken des Todes bist oder der Terror of Death. Ich habe viel von dir gehört. Es war schon das vierte Mal, dass mich Spielerkiller angegriffen haben. Ich bin nur froh, dass ich diesmal nicht gestorben bin. Lol. Und was machst du jetzt? Es muss echt hart sein, wieder ganz von vorne anzufangen. Naja. Achso, es ging noch weiter sogar. Ich kann sogar antworten. Ah. Ist ja cool. Was zum Beispiel? Ich muss dir nicht sagen, was ich als nächstes mache. Was hast du denn überhaupt? Was hast du denn über mich gehört? Dann kurz. Kann ich hochleveln? Ich werde hochleveln, sonst kann ich nicht mal in The World herumlaufen, ohne mich unzulänglich zu fühlen. Ja, nehmen wir das. Ja, die Antwort war so irgendwie so, ist mir doch egal, aber wir brauchen mal neue Freunde, ne? Jetzt, wo wir gelöscht worden, können wir auch nochmal neu anfangen. Also von daher. Gaspard sagt, hallo, du warst also echt der Schrecken des Todes. Ich war so überrascht. Ich frage mich, wie oft ich schon gekillt wurde. LOL, offenbar sind Bestiencharaktere einfache Beute. Sowas wie, es tut mir nicht leid, ihn abzumorksen. Es ist ja nur ein dummes Tier. Oh, sad face. Wenn es irgendwas gibt, was Syllabus oder ich tun kann, sag einfach Bescheid. Okay. Tri-Edge. Was schreibt er da? Wenn du das über Tri-Edge herausfindest, lass es mich wissen. Das kann ich noch nehmen, eigentlich nicht. Ich habe nichts. Hey, komm. Nimm mir das. So. Pi. Ach, die heißt Pi. Ich habe es dir schon mal gesagt, aber vergiss es nicht. Dein Charakter verbirgt eine sehr gefährliche Macht. Und wir sind die Einzigen, die fähig sind, diese Macht zu kontrollieren. Okay. Wer bist du? Bist du überhaupt Fräulein? Verstehst du nicht, wie kryptisch das alles klingt? Nein, danke. Für wen hältst du dich? Du tauchst aus dem Nichts auf und faselst so einen Quatsch, geh mir aus den Augen. Nee, komm. Wir sind nett. Also, nicht nett, aber höflich, ne? Ich will jetzt die Leute dann nicht ohne Grund beleidigen. Mit der Quest kann ich da noch antworten drauf? Nee.
Ne, das hat einfach aus Info geschrieben, okay. Was haben wir hier? Ah. Liebt kleine Vögel, genießt Gespräche mit Mondbaummitgliedern. Schön, dich kennenzulernen. Alles klar, Mann. Was er? Will ein neues Handy, eine Gen Power, neuen Grafikkarte und besseren M2D. M2D, hä? Okay, bin für dich da. Hobby, schlafen, Lieblingsessen, Paella. Hast Avocado und Natto. Hast du ja Spiel mit mir? What? Okay. Also News Capture, gehen wir nochmal kurz ins Community Forum. Wir haben jetzt ja ganz kurz nochmal die Zeit. Ich will nochmal einen kompletten Beitrag hier mir durchlesen. Ich will jetzt einfach nur wissen. Wo bekomme ich Olmpanzer? Fragt der Zephyr. Ich suche einen Olmpanzer. Ich habe gerade erst angefangen. Also nicht viel Geld. Ich hoffe, dass ich von Monstern und Schatztouren einen bekommen kann. Wo finde ich einen? Helft mir. Okay, mir wurde ja gesagt, mit 3 kann ich alles lesen. Dass ich nicht immer zurückgehen muss. Muss hart sein, gerade angefangen zu haben. Lass mich nachdenken. Geh in das Gebiet unten und zerbrich die Fässer. Ich denke, dort wirst du fündig. Summende, zornige Pfütze. Auch wenn du kein Geld hast, sei tapfer. Dann wird alles gut. Viel Glück. Oh gut, das können wir uns merken. Ich kann ja auch Options drücken. Was kann ich dann machen? Achso, ist einfach nur die Hilfe. Ja, falls wir auch mal Eulenpanzer brauchen, ne? Jetzt wissen wir es. Gebietswort erhalten. Summend, zornig Pfütze. Okay, dann hätten wir das auch. Was ist hier? Anzeigen. Das hatten wir gerade schon. Das hier wollte ich. So, ich habe etwas Seltsames von einem Freund gehört. Stimmt es wirklich, dass The World auf der Basis des epischen Gedichts Epitaph des Zwielichts erschaffen wurde? Und wenn es stimmt, was ist was ist das auf der offiziellen Seite? Weiß jemand mehr darüber? Okay, Gedicht. Ja, ich glaube, es ist wahr, obwohl CC Corp es offiziell nicht zugibt. Nun, es ist das Epitaph des Zwielichts, richtig? Ich habe gehört, dass das Epitaph des Zwielichts eine Fantasy-Geschichte über die Suche nach einem Drachen ist. Aber in der Hintergrundgeschichte von The World geht es doch nur um einen Haufen von Typen, die gegeneinander kämpfen. Das kann so nicht stimmen. Die vorige Version, The World R1, basierte definitiv auf dem Gedicht Epitaph des Zwielichts. Man sagt, dass die Wörter, die auf den Altar in Hologranz geschrieben wurden, der Beweis dafür sind. Was The World R2 angeht, haben die beiden Eventplanner das Spiel neu aufgebaut und dabei die Atmosphäre von The World R1 so gut wie möglich eingebunden. Entschuldige, aber kannst du mir eine Quelle nennen? Oder deine Quelle nennen? CC Corporations E-Sign. Ich denke, es ist wie folgt. Fragment basiert auf dem Epitaph des Zwielichts. The World R1 basiert auf dem Epitaph des Zwielichts. The World R2, CC Corps Originalszenario, basiert teilweise auf dem Spiel. Auf dem vorigen Spiel. Hä? Die Beatrice schon wieder. Man liest doch immer wieder dieselben Leute. Ist auch sehr witzig. Das E-Sign bringt Insider-Infos von den Entwicklern? Ich dachte, da gibt's nur geistlose Werbung. Verdammt, ich habe sie unterschätzt. Muss man Goldmitglied des offiziellen Fanclubs von CC Corp sein, um das E-Sign zu bekommen? Genau, du musst über $30 in deiner Cyber-Geldbörse haben. Überleg also genau, bevor du dich registrierst. Gibt es nicht eine Gilde, die das Epitaph des Zwielichts und die Zwielichtschlüssel einkassiert hat? Ist die Gilde noch aktiv? Ich höre nichts mehr von ihr. Na, alles verkorkst? Dies sieht immer mehr wie ein Forum der schlechten Gerüchte aus. Gab es eine Gilde? Das war die Zwielichtbrigade. Jetzt, da du es erwähnst, ich habe in letzter Zeit auch nichts mehr von ihr gehört. Sie waren immer so aktiv. Frage mich, was passiert ist. Vielleicht hat sie sich aufgelöst. Die Gilde selbst gibt es nicht mehr. Als der Anführer verschwand, hat sie sich wohl aufgelöst. Aber ich habe gehört, dass der Anführer kürzlich in The World zurückgekehrt ist. Schätze, die ehemaligen Mitglieder der Gilde werden auch wieder aktiv. Ich habe versehentlich eine seltene 5-Cent-Münze mit geriffeltem Rand, die ich auf der Auktion erstanden habe, benutzt, um mir ein Reisbällchen zu kaufen. Guten Abend. Hier ist Reis. Hä? Warum schreibt er das da rein? Wow, echt? Ich frage mich, ob das Gerüchteforum wieder aktiv wird, wenn es wieder so wird, wie es mal war.
Dann werde ich auch dort posten. Bringt die Zwielichtbrigade ins Spiel. Entschuldigt die dumme Frage, aber... Um was genau geht es beim Epitaph des Zwielichts und dem Zwielichtschlüssel? Bitte vergib mir meine Vermessenheit, aber ich will versuchen, es zu erklären. Epitaph des Zwielichts, ein episches Gedicht, das im Internet kostenlos gepostet wurde. Es heißt, dass die Welt von The World I Run darauf basiert, aber CC Corporation bestreitet es. Der Verfasser des Gedichts ist gestorben und die Website, auf der es ursprünglich gepostet wurde, ist nicht mehr verfügbar. Das Gedicht selbst ist in alle Winde zerstreut. Zwielichtschlüssel, ein legendärer Gegenstand, der dem glücklichen Finder alle Wünsche erfüllen soll. Seit den Fragmenttagen haben schon viele Spieler nach dem Schlüssel gesucht. Obwohl sehr viele Leute danach suchten oder suchen, gibt es keine Berichte darüber, dass jemand ihn schon mal einmal gesehen hat. Da die Informationen so vage sind, denken die meisten Leute in letzter Zeit, dass es nur eine weitere moderne Legende ist. Ich hoffe, diese Erklärung war hilfreich. Entschuldigt mich jetzt, ich muss los. Überlass das mir, Dann ist die Zwielichtbrigade eine Gilde, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, etwas zu finden, was nicht existiert? Klingt irgendwie romantisch. Geht, ne? Na gut. Den Rest lese ich mal irgendwann anderes vor. Werde das mal so zwischendurch machen, ne? Hier ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was Neues, aber... Der Typ ist irgendwie komisch.